Hallo, mein Name ist Alexa Diller und ich bin leidenschaftliche Urban Sketcherin und Aquarellmalerin. Gerne male ich natürlich auch draußen. Und wenn ich zum Beispiel in einer italienischen Landschaft bin, so wie hier, und habe ein Motiv wie dieses Dorf, dann möchte ich euch kurz mal zeigen, wie man das am besten angeht. Ich gucke mir zuallererst die Umrisse von diesem Bergdorf oder von der Stadt an, hier mit der großen Kathedrale. Diese Umrisse sind wichtig. Dann sehe ich mir an, gibt es Kontraste? Hier habe ich ja alles etwas heller als hier. Dann die Struktur der Häuser. Die sind also ziemlich lang und hoch. Die sind ja am Hang gebaut und staffeln sich so in das Bild rein. Das ist auch wichtig. Und vorne als Vordergrund habe ich noch Pflanzen, ja, landestypische Pflanzen, die ich dann vielleicht auch noch einsetze. Ich überlege mir auch, welches Format soll mein Bild haben? Hier ist natürlich klar, es ist ein Querformat. Bis wohin soll das gehen? Und teile auch schon so ein bisschen das Bild ein. Das heißt, ich habe hier oben den Himmel, damit fange ich bestimmt an. Dann kommt diese helle Kathedrale und darunter die Dorfstruktur und als viertes das Grün. Das wäre jetzt die Aufteilung, mit der ich beginnen würde. Wichtig ist auch als Tipp, dass Salvador Dali hat einmal gesagt, wenn ihr eine Minute malen möchtet, dann denkt 2 Minuten darüber nach. Und genau das würde ich euch empfehlen. Und als letzten Tipp noch, guckt euch an, wo kommt das Licht her bei eurem Motiv. Hier sehe ich, die Schatten laufen also von rechts nach links. Das heißt, die Sonne wird wahrscheinlich hier sein. Das sieht man auch an den hellen Flächen. Okay, jetzt können wir starten. Ich beginne mit der Analyse des Bildes und gleichzeitig auch schon mit der Skizze. Ich nehme meistens einen Stift, der wasserfest ist, zum Beispiel von Faber-Castell, den Eco Pigment. Den habe ich sehr gerne, weil der sehr gut für mich in der Hand liegt. Ich fange mit einem dünnen an, das heißt 0,2er, und lege einfach mal los. Ich muss das Bild aufteilen. Ich habe hier ein Skizzenbuch, wo ich sage, okay, wie ist das eigentlich? Was ist mir wichtig an dem Bild? Ich kann ja nicht alles malen, sondern worum geht es eigentlich? Und da sieht man zum Beispiel diese Basilika mit diesem Turm. Und das ist auch der Punkt, wo ich anfangen würde. Das heißt, ich fange erstmal an mit der Silhouette der ganzen Stadt oder in diesem Fall des Dorfes. Aber das mache ich auch sehr schnell. Denn wenn man draußen ist, dann hat man oft nicht viel Zeit. Es kommt auch jetzt erstmal gar nicht darauf an, dass das alles so hundertprozentig klappt, sondern wichtiger ist, wie steht das im Bild? Passt das überhaupt rein? So, und jetzt sehe ich schon, aha, ich muss ein bisschen pfuschen, sonst passt das alles nicht. So, hier unten geht es runter. Jetzt habe ich schon die Silhouette. Das heißt, ich fange weiter an mit dieser Struktur von den Häusern. Es kommt nur auf den Eindruck an. Die Lebendigkeit eines Striches ist mehr wert, als dass es stimmt. Ihr werdet sehen, wenn ihr solche Zeichnungen vor Ort macht oder vielleicht sogar auch hinterher von einem Foto, dass die ganze Atmosphäre wieder auftaucht. Also ihr werdet euch erinnern, welche Geräusche da waren. Ihr werdet euch erinnern, wie ihr euch gefühlt habt oder ob ihr hinterher vielleicht einen schönen Espresso getrunken habt oder was auch immer war an diesem Tag. Vielleicht auch, welche Ruhe da war, in welcher Ruhe ihr wart. Also kurzum, ihr werdet viel mehr empfinden als zum Beispiel bei einem Foto, was ihr mal schnell gemacht habt. Die Skizze, die lässt einen tiefer in das ganze Thema oder in die ganze Situation eindringen. Und das ist auch das, was sehr, sehr schön ist. Wie gesagt, spielt damit, was ich grundsätzlich mache. Ich schaue immer ganz schnell hin und her. Also ich schaue auf das Bild, ich schaue auf meine Zeichnung, ich schaue auf die Stadt, immer hin und her. Meine Striche sind auch so,
dass ich also nicht einzelne Striche habe, sondern habe den Mut, einfach weiter zu zeichnen, hinzugucken, weiter zu zeichnen und so weiter. Jetzt haben wir hier auch die Situation des Vordergrundes. Was malen wir hier im Vordergrund? Wir haben einmal den Hintergrund, das ist der Himmel. Dann haben wir den mittleren Bereich mit der Basilika und dem Dorf. Ja, und den Vordergrund, den Bildabschluss sozusagen, muss ja auch noch was passieren. Ich deute jetzt einfach mal ein paar von diesen Häusern an. Und schön ist auch das Grün, was hier wächst zwischen den Häusern. Und das lasse ich einfach auslaufen. So, mit der Zeichnung bin ich eigentlich erstmal durch, weil ich will nur den ersten Eindruck machen, mehr will ich gar nicht tun. Ich lege den Filzer jetzt weg, ich nehme auch keinen größeren Filzer, sondern ich lasse es erstmal. Der nächste Schritt ist natürlich das Anlegen von Farben. Bei diesem Motiv ist es nicht allzu schwierig. Wir haben einen tollen blauen Himmel, fantastisch. Wir haben die schöne weiße Basilika. Weiß ist ja beim Aquarell oder bei der Zeichnung keine Farbe. Das heißt, ich lasse das Papier stehen. Also Tipp von mir, erstmal gucken, wo soll das Weiß bleiben. Und wir haben diese schönen verschiedenen Sienna-Töne und dann das Grün. Also erstmal ganz grob die Farben festlegen, einen schönen Sommerhimmel machen, zum Beispiel mit Coellinblau, das ist wunderbar. Gut ist auch, wenn man oben anfängt, schön sich eine dicke Pfütze mit Aquarellfarbe machen und den ersten Schritt und einfach mal um die Silhouette der Stadt herum durchziehen. Ich benutze hier so einen schrägen Pinsel. Ihr könnt aber auch einen breiten Pinsel benutzen, das spielt keine Rolle. Malt, womit euch, ja, was euch gefällt, aber bitte achtet darauf, dass ihr also nicht irgendwelche billigen Pinsel nehmt, die vielleicht nicht taugen. Der muss sehr stark das Wasser halten. Um die Verbindung im Bild zu haben, male ich die Himmelsfarbe direkt auch schon mal unten, weil da kommt ja dann das Grün hin und, wie ihr ja bestimmt alle wisst, Blau und Gelb ergibt schon mal Grün. Jetzt gehe ich weiter und lege die erste Schichtfarbe auch über die Stadt. Immer dran denken, das Weiß lassen von der Kathedrale. Die soll richtig leuchten hinterher. So. Viele denken immer, ja, sie müssen jedes einzelne Haus zeichnen und so. Ich sage immer, wer sitzt denn hinterher da und guckt, vergleicht, ob ihr auch wirklich alle Häuser gemalt habt? Kein Mensch. Deshalb, es geht um das Gefühl, was ihr habt, um die Struktur vielleicht, der Rhythmus dieses Dorfes. Und es geht nicht darum, jedes Haus bis zum Exzess zu malen. Gut kann man mit einem gebrannten Sienna die Dächer machen. Wir sehen ja hier in dem Motiv sehr schön diesen Rhythmus. So, aber auch nicht zu viel. Ja, dann ist die Frage, was mache ich mit der Kathedrale? Die deute ich auch an. Sie hat auch einen etwas rötlichen Ton. Und da ist alles im Schatten. Das hier sind die Stege. Dann hat hier auch noch einen ganz lichten Gelbton hier oben. Hier in den. So, fertig. So, das ist der erste Schritt der Farbe, damit ja erstmal eine Grundbasis da ist, um überhaupt das Bild weiter aufzubauen. Und ich föhne das jetzt trocken, damit ich schnell weitermalen kann. Upsa. Der Farbgrund der Skizze ist erstmal gelegt und jetzt geht es weiter mit einigen Details. Das heißt,
besonders Licht und Schatten. Denn Licht und Schatten gibt uns Raum, Licht und Schatten gibt uns auch ein bisschen Perspektive. Und so setze ich jetzt erstmal dunklere Töne, Schattentöne. Schattentöne ist immer ein spezielles Thema. Wie macht man Schatten? Ich nehme gerne Indigo, das ist ein dunkles Blau. Das darf nie in meiner Palette fehlen, dunkles Blau. Und in diesem Fall sind die Steine von dem Dorf etwas rötlich. Das heißt, ich nehme auch ein bisschen von dieser Farbe da rein als Schatten. So, ich darf vielleicht sogar noch ein bisschen Violett dazu, das finde ich gut. Jetzt gucke ich mir ganz genau an, wo setze ich die. Ich will eigentlich nochmal die Häuser betonen, dann unter den Dächern sind meistens Schatten. Ich habe ihn hier ein bisschen zu stark. Wenn ich zu stark bin, nehme ich einfach mein Tuch und tupfe es wieder ab. Kein Problem. So, jetzt gucke ich mir wieder den Rhythmus an. Wie liegen die Häuser am Hang? Und daraus ergibt sich eigentlich auch schon, ja, wo ich Schatten setze. Wie man sieht, kommt die Sonne von der rechten Seite. Das heißt, die Schatten liegen links. So, ich ziehe das auch noch mal runter, gestalte einige Häuser. Auch hier noch nicht jedes Haus einzeln, sondern erstmal in einem gewissen Rhythmus das ganze Dorf. So, ich gehe auch ein bisschen hin und setze einige Häuser in den Hintergrund. Da nehme ich dann einen ganz matt blaugrauen Ton, damit das so wirkt, als ob die Häuser dahinter sitzen. So, auch möchte ich die Kontur der Stadt noch etwas schärfen. Das heißt, ich nehme nochmal die Farbe des Himmels und gehe an der Kontur entlang. Achte aber ganz besonders darauf, dass meine Farbe in den vorhandenen Himmel eingeblendet wird. Ich will nur die Kontur schärfen. So, jetzt ist das Ganze auch ein bisschen ruhiger. Ich gucke mir auch nochmal den Vordergrund an. Da haben wir das Grün der Pflanzen. Und zwar fange ich immer an mit dem hellsten Ton. Damit lege ich erstmal die erste Fläche an. Hier habe ich sogar auch noch Weiß. Da achte ich drauf, dass das Weiß nicht weggeht, sondern dass ich das wirklich lasse. Ich möchte jetzt nass in nass arbeiten. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe hier einen etwas dunkleren Grünton, den ich dann mit dem Gelb ineinander fließen lasse, um die Pflanzen zu machen. So. So. Man muss sich immer ein bisschen davor hüten. Ich merke das nämlich gerade bei mir selber.
das zu regelmäßig zu machen. Das heißt also, wie so ein Gartenzaun da unten die Pflanzen aufzustellen. Das ist natürlich total blöd. Ich nehme deshalb einfach nochmal einen anderen Farbton, der das Ganze auch nochmal lebendiger macht. So. Okay, das ist der Abschluss. Bisschen dunkel. So, okay. Jetzt ist das Dorf sehr schön gehalten. Es gibt noch eine Möglichkeit, um auch solche kompakteren Strukturen etwas lockerer zu gestalten. Und zwar habe ich hier ganz ordinären Alkohol. Das ist Alkohol aus der Apotheke. Und ich zeige euch mal, was passiert, wenn man damit in die noch nasse Farbe sprüht. Ihr seht, der Alkohol verdrängt die Farbe, die Pigmente, und es entstehen wunderbare Strukturen. Gerade in solchen Bereichen wie Pflanzen oder auch Sand oder Hausstrukturen ist das eine ganz tolle Sache. Dieses Bild ist schon sehr lebendig und gibt diesen schönen Tag in der Toskana wieder. Ich würde euch noch empfehlen, kleine Details zu machen, aber wirklich nur sehr kleine. Und zwar setzt doch einfach noch mit einem neutralen Ton, der vielleicht so ähnlich ist wie der Hintergrund, einige Fenster rein. Also hütet euch auch hier wieder davor, in jedes Haus vier Fenster zu machen mit zwei Flügeln und so weiter, sondern lasst einfach ein bisschen den Pinsel über euer Bild tanzen und spielen und macht einfach nur ein, zwei Fenster und dann hat sich das schon. So, mehr Details würde ich nicht lassen. Man muss auch wissen, wann das Bild fertig ist und für mich ist das jetzt fertig. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Bild zu benennen. Das heißt also, ich beschrifte das Bild ja, das mache ich als Urban Sketcher und ich würde jetzt hier hinschreiben, Toskana, ich suche mir eine schöne Schrift aus, die habe ich ein bisschen vorher geübt. Toskana 2018. So, okay, das reicht. Damit weiß ich schon, wann das ungefähr war. Ja, und so ist das Bild entstanden. Erstmal das Motiv studieren, sich überlegen, wie teile ich es auf, was ist der Ausschnitt, was ist mir wichtig an dem Bild. Dann habe ich angefangen mit einer kleinen Skizze und über diese Skizze ganz locker die Farben gelegt als allererste Schicht. Als nächste Schicht ging es dann schon etwas mehr in die Details. Ich habe die Lichter gesetzt, ich habe Schatten gesetzt. Und zum Schluss noch einige kleine Details, damit das Bild nicht überfrachtet wird. Und jetzt würde ich auch noch mal sagen, vielleicht doch noch ein bisschen die Sonne scheinen lassen hier bei dem ein oder anderen Haus. Oder vielleicht hier einfach diese Sprossen von den Jalousien. So. Und dann durchkriegt das ganze Bild noch mal, ja, noch ein bisschen mehr Lebendigkeit. Das ist der Gelstift, mit dem ich gerne arbeite. Und für mich ist dieser Signoboard der einzig wahre. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß! Mhm.